Ja, Peace and Justice, herzlich willkommen. DS Design Midnight Figure Feature Folge 282. Ja, ich komme langsam auf die 300 zu, ne? An Star Wars Reviews. Das Blöde ist, dass ich einige Sachen auch nie wirklich so nummeriert habe, wenn so zwischendurch Figurensachen waren und auch ein paar Krieg der Sterne Sachen. Ist halt so, wie es ist, ne? Und dann kommen ja noch andere Videos dazu. Ich bin jetzt, glaube ich, im Ganzen schon bei über 600 Videos. Wollte zum 500, damals beim 300. wollte ich irgendwie schon ein Special machen. Zum 500. Ja, 600 habe ich jetzt auch wieder verplant. Ich habe da gar keinen Überblick. Ja, mal gucken, was ich mir für eine Zahl ausdenke. Wahrscheinlich die 600, das 666. Video. Das wäre eine gute Idee. Da mache ich dann ein Special zu. Mal gucken, was dann halt so. Ne? Jetzt ist ja bald wieder May the 4th. Ne? May the 4th be with you. Weiß ich noch nicht. Ich überlege die ganze Zeit schon, was ich da für ein Special machen kann. Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, ich spüre eine Erschütterung der Macht. Also wenn das Bild jetzt wackelt, das macht aber nichts, weil das ist die Waschmaschine, die gerade schleudert. Ich nehme auch immer zu den tollsten Zeiten auf. Heute haben wir, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gereviewt habe. Ich denke aber nicht, weil die Packung noch zu ist. Es sei denn, ich habe noch eine zweite irgendwo rumfliegen. Das wäre jetzt natürlich doof, wenn ich jetzt beide aufgemacht hätte. Ich habe geguckt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier die Jakku Scavenger. Und zwar BB-8, Uncas Zack und ein Jakku Scavenger. Also ein Schrottsammler, ein Schläger und BB-8 als Astromech halt. Ne? Aus Force Awakens. Wir haben auch, ich zeige euch mal eben so den Karton. Ne? Ich finde die Verpackung finde ich eigentlich immer ganz schön, weil die haben ein geiles Bild drauf. Aus dem Blister schön, wie gesagt, hinten eine kleine Beschreibung zu den Charakteren halt und das Bild ist ja dasselbe. Ja gut, hier ist das aber im Ganzen nochmal drauf, sehe ich. Also finde ich schon ganz schön. Also ist nicht alle Packungen davon waren jetzt toll halt. Ich weiß gar nicht mehr, die waren ja auch mal etwas teurer, ne? Teurer. Toi, toi, toi. Und das hat glaube ich dann auch irgendwann mal wieder einen Zehner gekostet oder so. Warte, ich gebe euch mal eben. Ich muss da schon eins aufgemacht haben, weil das sieht eigentlich zu gut aus, das Paket. Egal. Also BB-8 haben wir natürlich. Ne? BB-8 ist der treue, kugelrunde Astromektoide von Poe Dameron, einem Piloten der Widerstandsbewegung. Man höre und staune. Dann hier so ein Unka-Schläger. Die brutalen Schläger, die für den Schrottsammler Unka Plott arbeiten, sorgen dafür, dass sein Schrotthandel auf dem abgelegenen, gesetzlosen Planeten Jakku reibungslos läuft. Und dann haben wir noch den Jakku-Schrottsammler. Das ist dann der kleine, der Scavenger. Ne? Genau. Tido, aha, der heißt Tido. Warum haben sie dann nicht Tido draufgeschrieben, sondern nur als Scavenger wieder halt? Ne? Auch ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, Tido ist ein kleiner, grobschlächtiger Schrottsammler, der Jakus ausgedehnte Wüste auf seiner halbmechanischen Lugabestie durchstreift. Jetzt weiß ich auch mal, wie das Viech heißt. Weißt du, was aussieht wie so ein ja, Saurier, keine Ahnung was, aber vorne am Kopf dann dieses Metalldings da eingepackt hat halt. Schön, haben wir wieder was gelernt. Die Luga-Bestie und der Typ heißt Tido. Und der andere Schläger hat keinen Namen. Was ich auch noch sehe, mit Firing Net, mit Wurfnetz. Dann sollten wir das ja gleich mal wieder ausprobieren. Ne? Ich weiß nicht, was wieder passiert dann. Wir schauen mal. Ich öffne erstmal das gute Teil. Ne? Ich hoffe, ich habe noch genug Platz auf dem Dings. Ich glaube nämlich wieder nicht. So, was ist los hier? Guck mal, so einfach. Brauche ich gar nichts anders öffnen. Machen wir einfach von unten auf das Ding. Ja, dann kannst du die Pappkartonage wahrscheinlich ordentlich. Da haben wir wieder, das ist das Erste, was einem entgegenfällt. Der tolle Zettel wieder hier. Ey, das sollte man den mal zurückschicken, was das an Papierverbrauch ist. Ne? Ich meine, das wird eh so verballern. Ach, guck mal, sieht doch auch nice aus so. Einmal zuklappen. Ja, das sieht ja schon mal schön aus. Und dann einmal so hier in dem Blister. Was ist da umgefallen? Ich habe ein Geräusch gehört. Ach so, da ist wahrscheinlich auch noch Papier drunter. Diese Dinger sind natürlich eigentlich auch schön. Könnte man sich mal kopieren und dann auch so als Hintergrund, ne, zum Aufstellen der Figuren oder so. Gar nicht schlecht. So. Ah, da sehe ich schon das Netz. Da bin ich ja gleich mal gespannt, wie das funktionieren tut. Ne? Ich pack mal raus. Oh, er hat ja auch hier eine geile Lanze. Ist hier natürlich wieder ein bisschen festgeklebt. Ja, wieder so ein Kampfstab. Ja, nicht schlecht. Gut, wir fangen mal an mit dem Fußball. Ne? Heute ist Lokalderby. Und wisst ihr, wann ich das aufgenommen habe? Hier unten ist. Ach so, wo kann man das denn hier unten? Hier ist sogar, Alter, dass man den nochmal auf den Stand packen kann. So ein Packhole.
Den Kopf kann man drehen. Auch geil. Ja, das wäre schon mal cool. Ah, guck mal hier. Du hast sogar die Möglichkeit, dass er ein bisschen, ne, auf der Kugel dementsprechend rumrotiert. Das möchte ich ja mal wissen. Nee, der ist drinnen festgemacht. Ja, das ist ja schon mal nice, ne? Müsste man jetzt natürlich ein bisschen näher ran und sich dann von nahem angucken. Weil die Details und so finde ich schon mal super mit den Seiten. Die kleinen Antennen. Ja, irgendwie gesagt, man kann den Kopf hier schön bewegen. Ein BB-8 finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Eine Bestempelung ist dann auch nicht weiter drin, aber. Boah, hier kannst du sogar hier. Na, was der alles kann. Hier, Breakdancender BB-8. So kriegen wir noch ein bisschen weiter gedacht. Bis er dann weg ist, ne? Aber. Ne, dank der Fliehkräfte kann man damit ja toll spielen. Ohne Scheiß, finde ich super. Packen wir ihn zur Seite. Weil wir wollen ja hier noch den Unka platt haben. Oh, er hat sogar eine Knarre. Geil. Gucken wir uns einmal in der Drehung wieder an halt. So ein bisschen nah. Also den finde ich super. Den finde ich echt super gemacht halt. Weil die Weste, das ganze Gesichtsmaskenstück halt. Hat sogar oben auf dem Kopf noch dann unter der Kapuze kleine Details. Den Kopf kann man nur so seitlich bewegen. Ja, doch, man kann ihn drehen. Er ist auf dem. Doch, ist ein Kugelgelenk. Guck mal, die Details, das ist schon Hammer. Das finde ich schon sehr geil. Das bockt sich. Nice Teil. Dann hat er natürlich auch eine Waffe in der Hand. Die sieht ein bisschen fast so aus wie die von die Raygun. Die Ex-Raygun. Naja, wie von Ray, so ähnlich dann dieser komische Blaster. Geiles Teil, hat er direkt in der Hand, der hat halt nichts, wo er die reintun kann. Macht aber nichts. Ansonsten, oh, die Beine sind ganz schön schwer, dass er sich setzen kann. Dann sitzt er auch nur so. Ja gut, aber geht ja. Für einen Chip oder so reicht das. Ja. Aber die Details halt hier, guck doch mal. Also, finde ich schon geil. Das ist schon ein cooler Dude. Warte, ich gebe mir mal seine Waffe wieder in die Hand, sonst ist sie irgendwann weg. Obwohl, die können wir auch nochmal von nahen nehmen, damit ihr Bescheid wisst. Auch ein cooles Teil. So, geben wir ihm mal seinen Stab in die Hand. Ja, wie gesagt, das Reittier, das hätte ich ja auch gerne noch. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie das Moped heißt. Oh, die Finger gehen kaum auseinander. Leck mich fett, ey. Gleich bricht der Daumen ab. Ja, Ratar habe ich immer noch nicht zusammengebaut. Also in Wasser gelegt. Also das hier ist ja jetzt gerade wieder, das nervt aber ganz schön wieder. Also da krieg ich die Krise. Wo wir aber schon bei Jakku sind, während ich versuche ihm, mach die Hand offen, du Sauhund. So, wo wir schon bei Jakku sind, was meint ihr hier bei dem Trailer? Wo sind sie? Tatooine, Jakku? Ich habe ein paar Dinger gehört, die meinten Jedha. Geil wäre, wenn sie einfach auf Tatooine wären halt, wenn da wieder was kommt halt, ne? So, haben wir den schon mal. Pack ich mal zu dem BB-8. Und dann haben wir hier noch, wie hieß er noch? Der andere Typ, Tido. Tido, Guido, Mido. Ja, komm raus, der Junge. Ja, bisschen klein, der Typ. Aber diese Bandagen finde ich schon geil. Ein bisschen Mami-mäßig. Ne? Also nicht die Mami, sondern die Mumie. Dann hat er halt hier am Rücken auch mit den Gürteln, das ist super. Und diese Maske auch so, so Steampunk-mäßig halt. Ne? Super. Schön gearbeitet. Guck mal, so ein langer Alien-Kopf, das könnte fast so einer sein wie die Piloten hier beim Mos Espa Podrennen, Bunta Eve Podrennen. Ne, da war ja auch irgendwie so, wenn man, jetzt mal, guckt mal den Kopf so. Gar nicht schlecht. Kann man leider nicht abmachen, die Maske. Das wäre natürlich interessant, ne? Gut, der Kopf ist dann auch hier auf dem dicken Kugelgelenk. Zeigt mal so. Dann haben wir ihn hier. Klack. Ja, er kann auch nur die Arme halten, ne? Gut, er hat einen relativ dicken Hintern. Sitzt dann auch ein bisschen komisch, aber jetzt für so einen Speeder oder so, kannst du ihn reinpacken, super. Und eigentlich soll er eh auf dem Teil reiten, ne? Und hier auch nochmal da irgendwelche Beutel mit irgendeinem Zeug. Die Füße finde ich auch ganz interessant. Der hat nämlich seine Füße, aha, der hat zwei so Zehen. Nur zwei Zehen. Und dann hat er wie so, ja, Klotsch, was sind das? So Sandalen einfach so, ne? Wie so Schneeschuhe für den Sand oder so. Auch geil, super. Ich finde, die machen schon ein cooles Bild halt. Das sieht schon geil aus.
Muss auch nicht unbedingt der BB-8 gut, aber die hatten ihn ja gefangen. Also muss er eigentlich ins Netz. Jetzt können wir nämlich mal schauen, wie das ganze Ding hier funktionieren tut. Wir haben, das ist erstmal das Teil hier. Das sieht ganz schön massiv aus. Könnte so wieder von hinten, sieht aus wie die Snowspeeder. Original, wie ein Snowspeeder. Hier die 44 Dingsbums da. Hier steht sonst auch gar nicht weiter bei, was das für ein Teil hier sein soll. Soll ich damit das Netz abschießen können? Achso, man steckt die Dinger hier einfach rein. Und das hält dann einer von denen, am besten der kurze hier noch. Packst ihm das so in der Hand, dann hat er hier so ein Ballergefährt. Ja gut, das geht. Er könnte sich jetzt so auf die Schulter legen, ne, und dann... Aber, was für ein Aufwand. So ein kleiner Typ, so ein Riesenteil, um hier irgendwas abzuschießen mit dem Fangnetz. Heavy. Und sonst hat er auch gar keine Waffe, sehe ich gerade. Ne? Gut, dann holen wir mal hier die Projektile mit dem Netz raus. Das Tesafilm, so. Noch, guck mal hier. Es ist noch nicht einmal aufgerollt worden. Jetzt stecken wir das einfach mal hier rein. Einmal auf der Seite. Aha. Habe ich das richtig rum? Ja, so. Den nach außen. So. Ja, er legt sich schon hin. Es fängt gleich wieder an zu wackeln. Ich höre den Schleudergang schon. Ja, das ist aber auch ein bisschen doof, das Netz. Ich dachte jetzt, das geht noch ein bisschen weiter aus. Ne, dass sich das irgendwie öffnet, wenn das jetzt abschießt halt. Und dann, was willst du da reinpacken? Wie soll denn da der BB-8 rein? Guck mal. Ja klar, du kannst so, jetzt habe ich fast die Antenne abgebrochen, wegen den scheißen Maschen. Ja, das ist ja ein bisschen blöd. Den kannst du ja noch niemals umwickeln mit dem Netz. Wie soll der denn gefangen werden? Strange. Ja. Und die Frage ist, das schießt jetzt einfach wieder ab, indem ich die Dinger hier drücke, oder was? Muss ich die beide gleichzeitig so zusammendrücken und dann schießt er raus? Wir gucken mal, ob das funktioniert. Und dann ist es gleich eh weg. Okay. Haben wir jetzt zwar kein Astromech mit, oder was das, ne, mitgefangen. Ja, trotzdem ganz schön. Da haben wir hier das Netz. Ne, auch nochmal. Packen wir mal irgendwie hier so vor. Und ja, das war dann... Das ist auch gar nicht weiter sonst betitelt. Ne? Es stehen einfach nur die drei Charakter drauf halt. Trotzdem, schönes Teil, finde ich nice. Vor allem für einen kleinen Preis ist das immer super. Wie gesagt, einfach 2 Jahre warten oder so. Und wie gesagt, ich kaufe mir zwischendurch lieber gerne mal wieder ein paar Vintage-Sachen oder so. Ne? Gucken, was man so findet. Also, was die Macht einem zuspricht, zuschiebt. In diesem Sinne, schiebt ab. Danke fürs Zugucken. Viel Spaß noch. Bis zur nächsten Folge bei DS Design Midnight Figure Feature. Reingau. Peace and Justice.